die ich vorhin erstellt habe. Und zwar jedem können wir maximal 3 Stück geben. Und jetzt kommen die Jungs, stapeln sich die Wheelbarrows und holen sich damit den ganzen Stein hier ab. So, währenddessen können wir jetzt endlich mal Handel treiben. Okay, sie haben erstmal Barren. Nickel und Platin wollen wir alles nicht. Was brauchen wir auf jeden Fall? Blocks brauchen wir nicht. Glas brauchen wir auch nicht. Lehm. Wäre schön, welchen da zu haben. Ein bisschen Wolle. Pigtail Fiber Ropes. 7 Stück. Für 400, die nehmen wir mal. Obwohl, die nehmen wir nicht. Erstmal hätte ich gerne Essen. Was ist das hier? Silk Rope. Nein, ich suche erstmal nach Toy Hammer Puzzle Box. Nö. Opossum Blood Barrel, Nickel Cage. Oh, Käfige nehmen wir mal 2 Stück. Und den Kupferkäfig auch gleich mit. Rum Barrel, Wein Barrel, noch mehr Rum. Den sacken wir mal ein. Bier Barrel. Noch einen leeren Barrel. Und noch ein Wein Barrel. Fungiwood Barrel. Einen Maple Bucket. Einen Bucket können wir immer mal gebrauchen. Spitzhacken brauchen wir nicht so wirklich. Bronze Bogen, Crossbow. Oh ja, den nehmen wir mal mit für unseren Chef, für unseren General. Eine Copper Pick. Ja, können wir auch gebrauchen. Noch eine Pickaxe. Aber sonst an Waffen würde ich jetzt erstmal nichts nehmen. Kleidung brauchen wir auch nicht. Buckler Schild, nein. Fürs erste nicht. Bags. Bags nehmen wir auf jeden Fall. Pigtail Seeds, Sandbag, nein. Den Lava Wall Bag nehmen wir doch. Und den Tiger Leder Bag. Pigtail Seeds. Haben wir noch einen billigen Bag? Nö. Sandbag, Sandbag. Woolbag? Nein. Ah, da noch einen Hausleder-Bag. Den nehmen wir doch. Weil Bags brauchen wir nachher. Clothbin? Nein, Clothbin, nein. Lederbin, nein. Alpaka-Wolle, nein, nein. Alles Wolle und so weiter. Bolzen? Auch nicht. Sind wir jetzt hier beim Essen? Nein, hier sind Edelsteine. Jetzt sind wir beim Essen. Auf jeden Fall nehmen wir einen Iron Anvil. Wie ich ja bereits beim Embark sagte, den brauchen wir. Und dann nehmen wir Essen. Und zwar... Ah ja, Langfisch. Langfisch wollen wir alles haben. Käfisch, Pond Turtle, Langfisch, Käfisch. Und nehmen wir auch ein bisschen was hier vom Fleisch mit. Meat. Irgendwas zu essen. Dass etwas Abwechslung ins Essen reinkommt. Auch wenn es die Zwerge etwas verwöhnt, aber... Käfisch noch ein bisschen. So, Plump-Helmets, nö. Die bauen wir ja gerade selber an. Auch wenn es ziemlich viele gibt. Cave Spider, Jahren, Jahren, Jahren. Nö, ich glaube, das war's erstmal, was wir brauchen. Jetzt werfen wir mal unsere Sachen hinein. Man sieht schon, der Inhalt von dem Finished Good Container ist schon hoch genug, als dass wir hier unsere Handel ausgleichen können.
Und ich gebe extra die Einzelteile und nicht die ganzen Bin mit. Das hat zwei Gründe. Erst einmal gewöhne ich es mir gar nicht erst an, Container wegzugeben. Die brauche ich nämlich selber. Und zweitens, wenn man mal mit Elfen handelt und aus Versehen denen einen Holzgegenstand gibt, können sie stinkig werden. So. Der Trader sollte auch immer etwas Profit machen, so um die 30-40%. Deswegen hauen wir noch etwas oben drauf. So. Und dann sagen wir mit Uhr, dass wir ihm dieses Angebot machen. Und er sagt, dass ist er einverstanden? Ja. Er ist einverstanden und wir haben jetzt getauscht. Gut. Das heißt, wir haben den Handel gemacht. Wir können unseren Leader vom Markt wieder abziehen. Und wir können alles vom Markt, was uns gehört, wieder abholen. So. Werden wir mal gucken, was wir noch so erledigen müssen. Außer Steine, man sieht schon, die Jungs hier sind mit den Wheelbarrows fleißig unterwegs und holen Steine. Also schieben sie hier oben in dieses Steinlager. Ja. Im nächsten Schritt sollten wir mal die Küche und die Brauereien nach hier oben verschieben. Zusätzlich zum Metzger und zum Fischer und so weiter. Das wird dann nämlich nur hier eine Ecke sein für den Fischer und den Metzger und so weiter. Hier werden Küchen hinkommen, hier werden Brauereien hinkommen und hier wird ein besonderer Stockpile hinkommen. Also müssen wir erst einmal unseren Minern einen neuen Mining-Befehl geben. Sie sollen hier dann den Lagerraum... Ups, so. Das war jetzt zu wenig. Sie sollen hier den Lagerraum ausheben. So. Ist das die Mitte? Ja, das ist die Mitte. So, hier den Lagerraum ausheben für die Köche. Und für die Brauereien. Nahrung tun wir bei Zeiten hier hoch verlegen. Und hier einen kleinen Speisesaal hinbauen, sobald wir die Betten mal raus verlegt haben. Und ja, die Karawane wird uns sehr schnell bald verlassen, kam gerade die Meldung. So, gucken wir doch mal kurz in die Küche. Wir haben fast nichts mehr zum Verkochen, weil wir eigentlich alles verkocht haben. Aber es müsste noch ziemlich viel Zeug hier rumliegen in dem Trade Depot. Trade Depot. View Items in Buildings. Genau. So können wir gucken, was wir im Trade Depot haben. Die Sachen gehören uns alle nicht. Die liegen da einfach nur so rum. Okay, wir müssen warten, bis die Karawane abzieht, bis wir sehen können, was im Trade Depot noch drin ist. Beziehungsweise wir können einfach so gucken. Prepared Food Barrel, bla, Ashlocks. Okay, das. Chestnutlocks, Birchen Barrels. Ja. Eigentlich alles Zeug, was nicht uns gehört, oder? Nein. Wem soll der Leader bitte schön Wasser geben? Und ja, er ist lila geworden, damit man sieht, dass er jetzt endlich der Leader ist. Wem sollte der Leader Wasser geben? Es gibt doch gar... Ach ja, wir haben... Ach, deswegen können wir nichts fischen. Seht ihr, wir haben einen zugefrorenen See. Ah, ja, okay, stimmt. Deswegen kann gerade nichts gefischt werden. Und die Karawane macht sich auf den Weg.
Oder auch wem auch immer die Wasser geben wollen. Wir haben doch gar keine Tiere. Naja, okay, wir haben einen Haufen Hunde. Nebenbei Hunde, wir sollten jetzt langsam mal gucken, dass wir die Ketten hier mit Hunden besetzen. So. Genau. Und der erste Plump-Helmet ist fertig, wenn ich das richtig sehe, und wird gleich abgeerntet. So, das heißt, gleich mal in die Küche gehen und sagen, keine Plump-Helmets verkochen. Sondern verbrauen. Okay, da warten wir erst noch ein bisschen, bis wir ein paar mehr Plump-Helmets haben und hoffentlich bald mal den Wein von unserem Trade-Depot bekommen. Was machen eigentlich die Merchants? Okay, das hier sind eingesperrte Tiere. Die Merchants sind hier, aber sie bewegen sich noch nicht. Sie sind wohl noch beim Einpacken. Er hier verarbeitet aber schon mal Pond Turtle. Können wir mal kurz gucken, was da so alles drin ist in dem Gebäude. Pond Turtle Shell und War Pond Turtle. Okay. Und die sind alle sauer, weil sie nichts zu trinken haben. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Deswegen Brauerei. Brau was sofort. Wo ist der Brewer gerade? Brewer? Store Item in Stockpile. Ja, dem sollte ich dringend alle Aufgaben wegnehmen, außer zu brauen. Ja, und alle Zwerge werden unglücklich, weil es nichts zu trinken gibt. Deswegen, Unit List, wo ist der Brewer? Zoom Creature. Professions. Labor. Howling, machst du gar nichts mehr. So. Und Farming related. Nehme ich dir auch erst einmal die Sachen weg. So, jetzt müsstest du nur noch brauen. Und das sehr, sehr schnell, bitte. Wir haben nämlich schon 5 Plump-Helmets, die verbraut werden wollen. Okay, sie hauen ab. Wir haben immer noch nichts zu trinken. Weil... Bitte sag mir, dass wir das Zeug gekauft haben. Fisch, 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 Fisch. Tap-Mode. Fish, Meat, Ich glaube, wir haben gar nichts gekauft, oder? Doch, wir haben Buckets gekauft. Nee, halt. Die Sachen sind auf der Map, die gehören uns gar nicht, größtenteils. Also zum Beispiel von den Buckets gehört uns gar, haben wir gar keine, gehört uns gar keine. Liquid, ne? Ich habe so das Gefühl, wir haben Probleme. Weil ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Corpses. Siege Ammo. T's, View Item in Buildings. Da ist gar nichts drin. Was sagen meine... nicht mit T, sondern mit K muss ich gucken. Finished good. Gambin, Cloth Bin, Cloth? Pigtail Fiber Cloth, das ist das, was wir schon hatten. Gam, Finished Goods. Leather und Finished Goods. Ich habe so das Gefühl, wir haben denen gar nichts verkauft.
weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Was sagt mein Cook? Der macht Pause. Ach nee, nicht der Cook. Was sagt mein Bruder?